Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Dungeons 4. In der letzten Episode haben wir mit Dungeon Lord Gorgo gegen den bösen Thanos gekämpft und wir waren kurz davor, den Thanos zu besiegen, als er der Meinung war, die magischen Steine, wie hießen denn die Steinchen? Waren es die Steine der Macht? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall hat er irgendwelche magischen Steine gefuttert und ist daraufhin zu einem regelrechten Riesen angewachsen. Mehr Muskeln, mehr Größe, mehr Kraft. Und es kamen wie bei Superman Laserstrahlen aus seinen Augen heraus. Er hat dann kurzerhand den Gorgo weggeschnipst. Ich weiß noch nicht, wo er gelandet ist. Vielleicht auf einem anderen Kontinent, keine Ahnung. Werden wir hoffentlich noch erfahren. Dann wollte er die Talia brutzeln mit seinen Laseraugen. Hat dabei aber seinen Sohn Tristan erwischt. Und ich gehe mal ganz stark davon an, dass wir jetzt gegen den Herrn kämpfen oder fliehen. Oder keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich bin total gespannt. Wir springen mal direkt in die nächste Kampagnenmission. Wenn Blicke töten können. Thanos hatte den Handschuh der Endlichkeit zerstört und die Macht in sich aufgesogen. Die daraus resultierende Verwandlung war unerfreulich. Talia und das die Flucht ergreifende Böse sahen zu, dass sie Land gewannen. Wir sahen zu, dass wir Land gewannen. Okay, was müssen wir denn machen für die Erfolge? Einmal die Mission abschließen, dann den Spiegel maximal 3-mal einsetzen. Ah, okay, das heißt, anscheinend will er uns mit seinen Laseraugen töten. Und es gibt wohl einen Spiegel, um das zu reflektieren. Maximal 3-mal, okay. Und kein Raumfeld darf durch die Laseraugen vernichtet werden. Okay, das klingt schon mal so, als wären wir bei uns im Dungeon und müssen uns vor den Laseraugen von Thanos verstecken. Neue Fähigkeit für die Schnatterlinge. Ihr startet mit 3 zusätzlichen Schnatterlingen. Das ist gut, die bekommen mehr Erfahrung. Ich weiß noch gar nicht, was die Erfahrung mir bringt. Und die Schnatterlinge agieren immer so, als wenn sie von der Hand des Bösen geschlagen werden. Das heißt, die sind immer am Sprinten. Und das passiert, wenn ich jeden Auftrag des Rates in unter 10 Minuten erfülle. Ich habe keine Ahnung, was der Auftrag des Rates ist. Der hat mir wahrscheinlich jetzt auch erfahren. Bringen mir Fallen etwas? Das klang nicht so. Deswegen nehme ich die Fallen mal wieder raus. Und effizientere Forschung oder günstigere Horde. Komm, wir nehmen mal die günstigere Forschung mit. Auf geht es. Thanos hatte die Macht des Handschuhs vollends entfesselt und sich dabei in ein riesiges Monster verwandelt, das aus markenschutzrechtlichen Gründen nicht grün war. Aus seinen Augen schoss hochenergetisches Licht, das sich durch alles hindurch schmolz, was ihm im Weg stand. Die Göttin des Lichts hat mich gesegnet. Das reinigende Licht meiner Augen wird alles Böse vom Antlitz der Erde brennen. Wie oft denn noch? Die Göttin habe ich doch gekillt. Die kann niemanden mehr segnen. Okay. Und auch unter der Erde seid ihr nicht sicher. Ihr verabscheuungswürdigen Kreaturen. Thanos Laseraugen frästen ein Loch in den Boden, das sich bis hinab in die Tiefen des Dungeons zog. Würde dieser Laser auf das Dungeonherz treffen, wäre es das Ende des absoluten Bösen. Währenddessen hatte Talia im Untergrund andere Dinge im Blick, die sie für wichtig erachtete. Ja, ich weiß schon. Du willst jetzt irgendein abgedroschenes Sprüchlein über Frauen und Spiegel bringen. Du elender Chauvinist! Tatsache ist, dass ich mit dem Teil einen genialen... Die Laseraugen zogen eine Spur der Verwüstung durch den Dungeon. Doch mitten in ihrem Weg stand, aus purem Zufall selbstverständlich, Talias Spiegel. Was für Teufelswerk! Talia, du niederträchtiges Wesen! Du bist wahrhaft die böseste Brut, die es jemals gab! Warte nur, bis sich meine Augen beruhigt haben. Dann wird mein reinigender Blick dich zu Asche verbrennen. Dieser Thanos ist so ein elender Idiot. Der merkt nicht mal, wenn er sich selbst außer Gefecht setzt. Ich meine, das war natürlich mein genialer Plan. Dummerweise ist dabei auch mein Spiegel draufgegangen. Wo bekomme ich denn jetzt einen neuen her? Talia und das absolute Böse hatten den gigantischen Laseraugen Thanos derzeit nichts entgegenzusetzen.
Beide waren sich einig, dass ein strategischer Rückzug aus diesen Ländern vorerst das Klügste war. So, so. Na, wenn der Erzähler das sagt, dann wird es schon so passiert sein, was? Aber gut, vorerst macht es vermutlich wirklich Sinn, die Beine in die Hand zu nehmen. Also vorwärts, Kreaturen! In Zweierreihen aufstellen, den Nebenmann an der Hand festhalten und dann panisch davonrennen! Ich soll davonrennen? Was? Entkommt. Erreicht die Höhle. Okay. Während Talia noch traurig auf die Überreste des Spiegels blickte, meldete sich unvermittelt und wie aus dem Nichts der Rat der Schnodderlinge. Zufälligerweise hatten die gerade einen riesigen Restposten an Spiegeln erstanden, aber da sie alle Roben trugen, bei denen man ihre Gesichter kaum ausmachen konnte, hatten sie noch keine Verwendung dafür. Allerdings plante der Rat der Schnodderlinge ein großes Fest, Fangs Guru genannt. Gegen einige der deliziösen Vögel war der Rat mehr als bereit, einen seiner Spiegel zur Verfügung zu stellen. Können die uns den Spiegel nicht einfach so schicken? Aber gut, vorwärts, los! Füttert die Gurus, zieht sie groß, gebt ihnen mit Hormonen und Medizin gestrecktes Futter. Moment, warum lache ich eigentlich? Okay, das heißt, ich muss Gurus verschenken. Und zwar 60 Stück. Habe ich denn schon eine Guru-Farm? Sieht nicht so aus. Nö, habe ich nicht. Dann ändern wir das mal. Ich habe erstmal Mana-Länge. Schieß die mal ab. Und ich habe ganz viele Untote. Okay, das heißt, ich konzentriere mich aber wahrscheinlich weiter auf Untote. Ja, hierhin kommen die Gurus. Habe ich die schon erforscht? Habe ich. Das ist sehr gut. Dann hierhin die Guru-Farm. Und dann gehen wir da hoch. Habe ich denn schon Türen? Habe ich noch nicht, aber eine Werkzeugfabrik habe ich gesehen. Wurde aufgedeckt. Ein neuer Bereich, okay, das ist sehr schön. Da habe ich lauter Kisten. Die kann ich direkt benutzen für die Guru-Türen. Es ist Zahltag. Sehr schön. Sammeln wir mal das Gold hier ein. Oh, das ist aber viel Gold. Finde ich gut. Wo ist denn... Wo ist denn die Schatzkammer hier? Dann kann hier oben noch eine hin. Genau. So, jetzt nur noch die große Frage. Wie kann ich denn die vielen Gurus... dem Rat da geben. Das habe ich noch nicht ganz begriffen. Ein paar von Thanos fanatischen Anhängern waren durch die Monstrosität ihres Anführers nicht verängstigt, sondern vielmehr ermutigt. Mit Freuden stürzten sie sich in den Dungeon, um das ist natürlich schlecht. Was habe ich denn hier eigentlich? Ich habe ein Eisgrab. Oh! Und ein Friedhof. Okay. Den Friedhof machen wir mal größer. Ich werde hier auch wahrscheinlich komplett auf Untotes setzen. Wenn das Spiel mir das so schon vorgibt. So, passt das. Dann die Guru-Farm hier erhöhen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Da sind die ersten Feinde. Eure Schnodderlinge. Ach, das ist eine Falle. Okay. Spinnenraum angegraben. Das ist gerade ungünstig mit dem Spinnenraum. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht in die Lava geschmissen. So. Gurus sind bei 100%. Zwei Stück habe ich schon. Kann es sein, dass ich die opfern muss? Probier das mal.
Nein, so nicht. Wie bekomme ich denn die Gurus zu den Schnatterlingen? Kerker reicht nicht. Ja, okay. So, jetzt macht man da die Spinnen kaputt, genau. Arcanium hätte ich halt gern noch für die Zauber. Ach, ich habe die noch nicht erforscht. Okay. So, schaut sie unten aus. Oh, ich sehe eine Diamantader. Das gefällt mir schon mal. Dann vergrößern wir hier den Friedhof. Genau, so passt das. Kann man hier vergrößern? Eure Schnodderlinge. Ach hier, liefert alle oder ein Teil. Okay, verstanden. Verstanden. Eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge. Okay, dann damit verstehe ich das. Ich brauche mehr Gurus. Ich brauche einfach mehr Gurus. Viel mehr. Macht mal alle schneller hier. Hopp, hopp, hopp. Was ist denn hier los? Noch mehr Spinnen, ach. Noch mehr Spinnen. Oder ein Spinnennest, oder? Na, das ist keins. Mein Augenlicht wird schon bald zurückkehren, Talia. Ja, das ist schlecht. Zeit, mir tief in die Augen zu blicken. Ich schaue mir in die Augen, Kleines, genau. So, was mich ein bisschen irritiert, ist ja, dass ich nur maximal dreimal den Spiegel einsetzen darf. Licht weg, um das eine Achievement zu bekommen. Und ich weiß noch nicht so recht, wie das funktionieren soll. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Vielleicht muss ich einfach nur an die Oberfläche gehen und hier ganz schnell durchrennen, wobei das ist extrem weit. Ich befürchte, ich muss hier durch und dann hier unten raus und hier durch und da raus. Ach, ja je. Da bin ich ja morgen noch unterwegs. Das ist tatsächlich weit. Das ressourcenscheffelnde Böse. Das wird eng mit den Gurus. Schickte eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge. Das wird echt eng mit den Gurus. 22 oder wird es nicht eng? Ich weiß es nicht. Ich tendiere gerade dahin, einfach mal an der Oberfläche loszulaufen. Um schon mal den Weg frei zu kämpfen. Ich meine, hier stehen dann garantiert auch irgendwelche Gegner rum. So, ihr geht mal bitte mit. Genau. Die schießen wir mal alle ab. Das ressourcensammelnde Böse 36 groß. Eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge. Die Frage ist ja nur, weil ich dann einen Spiegel bekomme, muss ich den dann noch irgendwo hinsetzen? Muss ich den vielleicht sogar abholen? Oh, da sind noch mehr. Ach, mir fällt gerade auf, ich hatte doch vorhin Helden bei mir im Dungeon. Warum habe ich die denn nicht in das Eisgrab gestopft? Huch, da sind welche. Ganz böse Gesellen. So, was brauche ich denn für die Dame? 450 Bösartigkeiten, meine Güte. Das ressourcenscheffelnde Böse schickte eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge.
Ja, die ersten Gegner sind schon mal tot. Die Heldenstatue hier nehme ich auch noch mit. Der Rat der Schnodderlinge war mehr als erfreut über die zahlreichen köstlichen Gurus, die das eine Farm habende Böse ihnen geschickt hatte. Ich gehe mal wieder nach Hause. Dankbar für die Lieferung schickte der Rat der Schnodderlinge einen neuen blitzeblanken Spiegel an das kein Spiegelbild habende Böse. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zumindest einmal. Zumindest einmal. Genau. So, ich hoffe, ich muss als nächstes wieder Gurus hinschicken, dass die nicht irgendetwas anderes brauchen. Weil dann habe ich keine Ahnung, was ich mit den vielen Gurus hier anstellen soll. So, dann hatte ich gesagt, ich hätte gern das Arcanium. 200 Bösartigkeit brauche ich dafür. Die habe ich nicht. Da bin ich sogar weit von entfernt. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. So, ja, hier ist aber irgendwie nichts. Egal. Ich wollte hier das Eisgrab noch erhöhen oder vergrößern. Ich tendiere gerade tatsächlich so ein bisschen dahin, das eine Achievement zu ignorieren, was da sagt, benutze den Spiegel nur dreimal. Aber dann habe ich hier ein bisschen Ruhe und kann mir das alles ganz genau anschauen und dann vielleicht in einer anderen Episode mal das Achievement noch schnappen. Ich hätte gern Fallen. Ich hätte schon gern Fallen. So, machen wir das so. Und so, genau. Meine Sicht ist wieder klar. Meine Sicht ist klar. Zeit für läuterndes Feuer. Seht mir in die Augen. Nein, heute nicht. Thanos' Augen hatten sich wieder beruhigt und schossen abermals Laser hervor, die sich durch den Untergrund brannten. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ah, ich habe jetzt hier diesen Laser in der Hand und den muss ich einfach nur irgendwo hinstellen. Ich verstehe. Immer nach Möglichkeit da, wo dann die Augen auch entlang kommen. Ich hoffe, der brutzelt jetzt mir nicht die Schnatterlinge weg. Die armen kleinen Tierchen. Hier vielleicht dann. Hier so. Tatsache, der hat Schaden genommen, der Schnatterling. Zahltag. So, hier. Ah ja, okay, perfekt. Verstanden. Du gemeine Kreatur. Du gemeine Kreatur. Dich dem Licht entgegenzustellen. Das Gute wird immer gewinnen. Und wie war das jetzt mit dem Arcanium? Thanos erneut aufgehalten, allerdings war er dabei erneut zu Bruch gegangen. Huh? Das ist aber jetzt etwas suboptimal. Heißt das, ich bin schon wieder auf diesen Rat der Schnodderlinge angewiesen? Für seine bald stattfindende Halloween-Party wünschte sich Fäule. Der Rat der Schnodderlinge etwas Fäule, um einfach einen authentischen, fauligen Geruch zu erzeugen. Fäule ist als einfach. Gegenleistung würde er dem absoluten Bösen nur zu gern einen seiner Spiegel schicken. Modriger Geruch stieg dem Rat der Schnodderlinge in die Nase, als sie die frische oder eben nicht so frische Fäule des modrigen Bösen entgegennahmen. Ein weiterer Spiegel vom Rat der Schnodderlinge wurde in den Dungeon geliefert. Okay, das heißt jetzt aber, dass ich potenziell alles Mögliche schicken muss, was man in irgendeiner Form produzieren kann. Dann muss ich mal überlegen, was das alles sein kann. Das kann natürlich auch noch Mana sein, das ist kein Problem. Oder Gold, Bösartigkeit vielleicht. Bier? Was gibt es denn noch? Leichen? Weiß ich nicht so recht. Werkzeugkisten natürlich. Das heißt, so ziemlich jedes Produktionsgebäude, was es so gibt, sollte ich vielleicht mal herstellen. Und ja, mit dem Arcanium habe ich das ja eh schon vor. Wenn ich jetzt mal genügend Bösartigkeit hätte, habe ich bereits. So, dann machen wir dieses Mal. Macht mal das Tor da kaputt. In der Zeit baue ich das Arcanium hier auf.
Komm, wir nehmen die komplette Breite. Arcanium, Arcanium, da ist es. Manchmal noch eine Tür nach da und nach dort. Perfekt. So, wie schaut es hier oben aus? Sehr gut, weiter geht es. Da laufen irgendwelche komischen Gestalten umher. Na, kommt mal zurück. Nicht wegrennen. Ah, das war ärgerlich, dass ich da jetzt Mana verballert habe. Es sind ja noch mehr. Habe ich nicht aufgepasst. Gut, dann rennen die jetzt da garantiert in meinen Dungeon. Aber das macht nichts. Ich habe jetzt endlich auch dieses Portal da. Kann hier wunderbar schnell wieder nach Hause reißen. Da ist eine Kiste, die nehme ich mit. Die Armee des grausamen Bösen erreichte eine zerstörte Brücke, die einst als Brücke des Todes bekannt war, bevor unzählige Schwalben unbekannter Herkunft darauf landeten. Vielleicht zum Teufel. Gab es im nahegelegenen Heldenstützpunkt eine Alternative, die Schlucht zu überqueren. Ja, hier ist ja das Portal, ne? Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, wir haben Feinde. Ich versuche dennoch mal noch so viel wie möglich abzuschießen. Nichtsdestotrotz nutze ich immer noch die Fledermäuse. Wie schaut es hier aus? Hier noch ein bisschen zaubern. Ja, und danach setze ich das Portal und gehe nach Hause. Nee, mache ich halt nicht. Ich habe kein Mana dafür. Ich habe kein Mana für das Portal. Nein. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Das ist ein bisschen sehr blöd. Ja, dann halt so. Bei mir ist nur noch einer. Ah, das ist aber eine Elite. Der hält ein bisschen mehr aus. Dann kann ich jetzt hier auch noch den Rest einsammeln. Ich hatte vorhin Angst, dass ich die Mana-Linge hier finde, während ich draußen unterwegs bin. Wie schaut es jetzt hier aus? Stirbt er langsam mal? Achso, aber ich kann den ja jetzt nehmen. Den Kollegen, wo ist er hin? Komm rein hier. Ja, wo ist er? Hier, diesen. Und da reinstopfen. Genau. Und hier sind auch noch... Hier waren welche. Wo sind sie hin? Da ist niemand mehr, okay. Da ist niemand mehr, ärgerlich. Das hier können wir auch mal größer machen. Dann haben wir hier noch die Spinnen. Einmal drauf, da. Was ist denn... Erkunde die Stadt. Ich soll die Stadt erkunden. Ja, wahrscheinlich wird mir dann der Weg gezeigt, so peu à peu in Richtung Teleporter, den wir da schon auf der Karte sehen. Könnte ich mir so zumindest vorstellen. So, hier ist noch ein bisschen Mana, das sammeln wir mal, solange ich Helden hier unten habe. So, ich habe jetzt halt deutlich übertrieben mit den Gurus. Ich hatte anfangs gedacht, ich brauche jede Runde Gurus. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Der nächste Spinnenraum, das ist okay. Geht mal dahin, macht die mal Eure tot. Schnodderlinge haben einen Spinnenraum noch einer? Angegraben. Oh, das sind größere. Ach je. Gut, das wird ein bisschen dauern. Bis ich den Dungeon von Spinnen befreit habe. Ach, hier sind auch noch Mana-Linge. Beeilt euch mal, bevor die zu stark werden. Das hatten wir in der letzten Episode, dass ich die nicht mehr besiegt bekam. Achso, ich brauche nur das Mana wegnehmen, dann könnt ihr auch nichts futtern. So. Sehr schön. Und dennoch habe ich nicht genügend Bösartigkeit.
Ich will halt eigentlich unbedingt die Vampiren freischalten, damit sich die Untoten da heilen können. Auch wenn ich kurzzeitig die Welt nicht sehen kann, spüre ich doch die kriecherische Angst, die sich dort im Untergrund breit macht. Hier ist gar keine Angst, niemand hat Angst. Ergib dich jetzt und bitte um Vergebung. Was? Natürlich bitte ich um Vergebung. Ich bitte um Vergebung, dass ich deinen Kopf nicht auf einen verdammten Speer gesteckt habe. Erneut! Oh, das hier unten gefällt mir. Da gibt es Gold. So, wie schaut es hier oben aus? Ich kämpfe mich hier so langsam durch. Wobei meine Untoten auch schon kräftig Schaden nehmen. Einmal Fokus Feuer, bitte. So, dieser noch. Und dann hätten wir, glaube ich, nur noch eine Spinne und dann das Spinnennest, wenn ich das hier so richtig sehe. Genau. Das hier gefällt mir. Hier kommt jenes hin. Warum produzieren denn ich sollte das hier vielleicht mal vergrößern und verbessern. Mache ich das doch mal. Hier noch eine Tür rein. Oh, sehr schön. So, das hier wollte ich auch noch vergrößern. Wie schaut es hier drüben aus? Es wird... Genau. Da kommen schon wieder Gegner. Thanos' Blick war nicht mehr getrübt. Laser schossen ihm aus den Augen und brannten sich durch den Dungeon. Wo kommt er schon wieder von hier? Feinde haben den Dungeon betreten. Böse, böse Feinde. Genau. Kann ich diesen... die Priesterin mir schnappen? Und in das Eisgrab stopfen? Zahltag. Dann hätte ich gern noch eine... Magier, ja, warum nicht? Kann denn die Priesterin mich auch heilen? Ich weiß das gar nicht. Da rein. Ach, das kostet ja Bösartigkeit, stimmt. Deswegen habe ich so wenig davon. Erklärt natürlich einiges. Oh, hier war ja was. Hier war ja was. Oh, verdammt. Kann ich das einfach hier draufsetzen? Da kann ich nicht. Oh, verdammt, der erreicht jetzt hier meinen Friedhof. Geh mal weg. Ich darf ja kein Feld verlieren. Gegen den Laser. So. Also hin. Ja, perfekt. Das war knapp. So, kommt er immer von hier rechts, weil dann kann ich das hier mal freischaufeln. Der Rat der Schnodderlinge bereitete sich auf das sogenannte Fest der runden Bäuche vor. Es fehlten lediglich noch einige Gurus für die Feierlichkeit. Gurus ist gut. Ein Spiegel winkte als Gegenleistung. Ja, und dann hätte ich auch gerne noch die Bierfabrik irgendwann. Oh, das ist halt teuer, da drauf zu kommen. Ich weiß halt noch nicht mal, ob ich die brauche am Ende. Die Brauerei. Ich glaube, ich ignoriere die erstmal. So, wie komme ich denn in die Stadt? Ich muss ja wirklich ringsrum laufen, ne? Naja.
Gut, dann setzen wir uns mal hier in Bewegung. Aber das Fest der runden Bäuche, das klingt auch super. So, hier stand eine Statue, das heißt, hier war ich schon einmal. Hierhin kommt die nächste Schatzkammer. Genau. Hier muss auch noch eine hin. Ist doch bestimmt auch eine Goldader, oder? Ja, nicht so wirklich. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Ach, schon wieder. Augenlicht wird schon bald zurückkehren, Talia. Das Fest der runden Bäuche konnte nun dank der großzügigen Guru-Spende endlich zelebriert werden. Ein weiterer Spiegel vom Rat der Schnodderlinge wurde in den Dungeon des reflektierenden Bösen geliefert. Wunderhübsch. So, die sind alle tot. Oh, da sind noch mehr. Zusammen mit einem Turm. Ich habe noch so ein bisschen Angst vor den Spinnen da, ja. Also wenn die mich jetzt in einem dummen Zeitpunkt angreifen, dann wird ganz blöd. Thanos fanatischen Anhängern erreicht. Dort befand sich ein mysteriöses Portal. In der Stadt befindet sich ein mysteriöses Portal. Das klingt sehr gut. Erstmal muss der mysteriöse Kanonenturm weg. Habt ihr fein gemacht? Da ist das Portal, genau. Sammelt euch mal kurz. Ich kann jetzt endlich die Tierchen da freischalten. Die Vampir-Tierchen quasi. Oh, das sind viele. Sind sogar richtig viele. Das könnte sogar reichen gegen die Spinnen hier oben. Kommt, versucht mal euer Glück, während ich hier unten angreife. Es ist Zahltag. Ich habe noch über 5 Minuten, bis der Thanos wieder mit seinen Laseraugen kommt. Festung der Helden. Ja, das ist jetzt meine Festung. Oh, die hält aber viel aus. So, wie schaut sie mit den Spinnen aus? Ganz gut eigentlich. Deutlich besser als erwartet. Ich ging tatsächlich davon aus, dass ich ein paar mehr untote Kreaturen verliere. Da im Dungeon. Aber das läuft ganz gut. So, die Stadt ist nicht mehr. Und ich kann hier einmal durch das Portal rennen. Geht durch das Portal. Gibt sogar Bösartigkeit, wenn ich da durchgehe. Erstmal will ich hier noch etwas erforschen. Komm, ich nehme mal hier die Trankhütte mit. So, Mana habe ich. Kerker kann ich mir nie leisten. Dann baue ich die Hütte doch mal schnell. Ich habe hier immer noch keine... Mana-Schreine, woran scheitert es denn? Baut doch mal Kisten. Ist ja furchtbar. Wir kommen nicht aus dem Knick. So, die Trankhütte. Komm, die setzen wir hier hin. So,
Ja, dann geht man da durch. Dass seine Kreaturen gerne in komische Portale schickende Böse hatte erfolgreich ein Teleportationsportal benutzt und seine Kreaturen so erfolgreich über die Schlucht geführt. Sehr schön. Da macht man hier den Kanonier kaputt, dann auch die Priesterin, die heilt sonst. Immer zuerst auf den Heiler. Sehr schön. So, wie schaut es hier mit dem Trank aus, mit dem Trankraum? Ich hätte hier gern eine Tür. Und diesen Raum. Genau. Also, vielleicht sollte ich einfach mal mehr Schnodderlinge hinzufügen. Dann geht das vielleicht auch schneller mit den Kisten. So, dann so ein Ding und vielleicht noch eins. Produziert mal schön Trinke. Watschen wir hier mal weiter. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Die heilen wirklich, oder? Oh, die sind sogar Stufe 5. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Oh, ich sehe gerade. Die Goldmine hier hinten könnte gefährlich werden, oder? Wenn der Thanos hier mit seinen Augen kommt. Muss schnell aufpassen. Notfalls muss ich die abreißen. Oh, hier ist noch einer. So, haben wir es. Das war aber hier ein bisschen knapp bei manchen. Werden die wieder hochgeheilt? So, ich setze mal ein Portal hin. Dann kann ich die anderen Gestalten von hier unten auch daraus schicken. Das sind nämlich recht viele. So, los geht es. Einmal hier rein. Und ich habe kein Mana mehr. Was machen denn die Schnatterlinge? Ich habe nicht genug Kisten. Ich habe einfach nicht genug Kisten. Ja, das ist blöd. Das ist blöd ohne Kisten. Nichts mit Zaubern. So, Bösartigkeit habe ich jetzt auch nicht so viel. Habe ich endlich den ersten Mana-Schrein. Wird ja auch mal Zeit. Hat lang genug gedauert. Talia, du wirst dich für deine Taten rechtfertigen müssen. Wenn ich dich erst einmal geläutert habe, dann kannst du der Göttin höchst selbst ins Angesicht sehen und um Verzeihung bitten. Ich kann dir nicht mehr vergeben. Über was du dir alles Gedanken machst, du verrückter alter Mann. Ich bin gerade dabei, mir einen passenden Speer für deinen verdammten Kopf auszusuchen. Vielleicht der hier. Vielleicht der hier. Okay, die untoten Kreaturen sind mittlerweile richtig stark. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Die leveln wir mal hier schön weiter. Ja, den nächsten Spiegel habe ich schon, ne? Ja. Dann macht man hier das Tierchen kaputt. Na, geht mal da raus. Thanos' Augen waren wieder klar. Erneut brannten sie sich durch den Untergrund. Huch, hier ist ja was. Hier ist ja was. Hab ich komplett übersehen. Okay, das ist jetzt ein Problem. Und wo sind die Augen? Hey, jetzt kommt er von da unten. Ach je. Hat er hier noch gar nichts freigeschaufelt. Kann das hier mal bitte fallen? Danke. Ich muss nach Hause. Und hier ein bisschen kämpfen.
sieht nicht gut aus. So wie die Augen da kommen. Ich hätte vielleicht den Bereich hier in alle Richtungen mal aufdecken sollen. Damit ich hier auch einen Spiegel hinsetzen kann. Werte Schnodderlinge, könnt ihr bitte anfangen zu graben? Das wird jetzt ein bisschen eng hier. Ja, ich sehe schon, ich muss hier den Bereich dann gleich abreißen. Oder? Winkt der mir zu? Du musst graben, mein Guter, du musst graben. Ja, du auch. Grab. Grab schneller. Ah doch, das passt. Das passt. Ich kann das hier wahrscheinlich hinsetzen. Ihr habt einen neuen Bereich. Verrat! Ja, perfekt. Ich wurde geblendet. Natalia! Ich wurde geblendet. Ja, Mann. Wie kannst du es wagen, dich zu wehren? Der Rat der Schnodderlinge war für seinen asketischen und philosophischen Lebensstil bekannt. Gerade wollte er der Frage nachgehen, ob Geld wirklich nicht stinkt. Einige Goldmünzen waren dabei sicher hilfreich. Im Gegenzug würde man sich von einem seiner Spiegel trennen. Hier waren Gold. 6000 Gold. Ich habe ganze 19. Da komme ich richtig weit. Oh, was haben wir denn hier? Was sehen denn meine müden Augen hier? Goldadern. Machen wir das mal so. Und schütten das hier vielleicht mal so ein bisschen zu. Um ein bisschen die Produktion zu steigern. Also nicht die Produktion, sondern die Effizienz. Okay, dann würde ich... Was denn, hier war keine Goldader. So viel Gold und keine Ader. Na gut. So, hier komme ich auch nicht weiter nach links. Das Zeug ansammelnde Böse schickte eine Lieferung zum Rat der Schnodderlinge. Das Zeug ansammelnde Böse, ganz genau. So, gehen wir mal hier nach unten. Mana habe ich wieder mehr als genug. Warum sind denn die da hinten so langsam, die Priester? Ist ja furchtbar. Perfekt. Was, dann kann ich die Windmühle kaputt machen? Das gefällt mir. Und irgendwie reichen hier die Fallen noch nicht. Dann machen wir das mal so. So, wie schaut sie aus? Bösartigkeit gefunden. Der Rat der Schnodderlinge war äußerst dankbar für das viele Gold. Damit konnten nicht nur philosophische Fragen geklärt, sondern auch geheime Bankkonten gefüllt werden. Der Rat der Schnodderlinge schickte einen weiteren Spiegel an das glitzernde Böse. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Ja, ich glaube, um das eine Achievement zu bekommen, nur dreimal den Spiegel einzusetzen, muss man hier wirklich durchrennen. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt eine so starke Armee, wenn ich jetzt hier wirklich die Füße Feinde in die Hand nehme. Sind im Dungeon. Ja, wenn ich ständig diese euren Feinde hier wären, könnte ich hier wahrscheinlich einfach durchrennen. Ich glaube, an der Oberfläche gibt es nichts mehr, was mich hier aufhalten kann. Die sind richtig stark mittlerweile, meine Genossen hier. Ja, selbst dieser Blitzturm juckt mich nicht. Was haben wir hier? Kanonier. Komm, wir nehmen mal einen. Komm rein hier. Nur einen. Nur einen. Meine Augen. Ich hasse das.
doch nur wiedersehen können und meine vermaledeite Ziehtochter verbrennen. Ist das denn zu viel verlangt? Komm, mach die Hütte kaputt und dann schnell nach Hause. Den kann ich ja schon mal hier hinsetzen. Den Portal, das genau. Das eroberungswütige Böse hatte einen zweiten Stützpunkt von Thanos' Fanatikern vernichtet. Mit dem dortigen Portal konnten seine Truppen abermals die Schlucht überqueren. Habe ich denn eigentlich schon den Friedhof? Also den Kerker? Na, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich kein Gold habe. Ja, dann grab mal schneller hier, Kollege. So, alles tot? Ja. Dann schnell wieder raus. Weiter geht es. Schaffe ich das noch in 4 Minuten? Ah, das ist ganz schön weit bis da hoch. Also ich glaube, ich habe bisher erst dreimal den Spiegel benutzt. Das könnte noch funktionieren. Aber da muss ich jetzt halt richtig schnell sein. Die Gegner werden auch immer stärker hier. Sehr schön. Aufwerten kann ich nicht. Ziehen wir einfach weiter. Ich kann die Bösartigkeit nicht einsammeln. Jetzt vielleicht. Das ist zu viel. Zu viel Bösartigkeit. Und zu wenig Gold, um die auszugeben. Mir gerade auffällt, wenn ich jetzt hier nach Hause gehe, per Portal und danach mein Portal verliere, muss ich ja wieder ganz oben anfangen mit Laufen. Wäre ein bisschen blöd. Da sind die nächsten. Ah doch, ich glaube, ich schaffe das. Na wohl. Ah, das wird richtig eng. Ich muss ja noch durch die Stadt durch. Ich kann auch den Dungeon Lord noch beschwören. Stimmt, der kann ja hier mitmachen. Den habe ich zuletzt viel zu selten benutzt. Beziehungsweise gar nicht. Los, rein da. Oh ja, der knallt ja richtig rein. Oh, das wird eng. Das wird richtig eng. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Boah, der Goku macht gerade einen Riesenunterschied. 1 Minute 25. Ich muss ja nur noch hier hoch. Ja, dadurch und hoch und fertig, glaube ich. Haben wir es? Ta,
Talia und das absolute Böse hatten den Fluchtpunkt für ihren taktischen Rückzug endlich erreicht. Puh, das war ja was. Wir brauchen dringend eine Möglichkeit, um Thanos wieder stoppen zu können. Ich habe nach wie vor diesen spitzen Speer, der sich nach Thanos' Kopf sehnt. Um Thanos erneut stoppen zu können, war es vermutlich nötig, den Handschuh der Endlichkeit wieder zusammenzusetzen. Die Steine, die den Handschuh befüllten, waren allerdings in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Es würde einige Zeit dauern, sie alle aufzutreiben. Hm, das war ja klar. Nichts in dieser blöden Dungeons-Serie ist einfach. Jeder Vernünftige denkt sich doch, bumm, hauen wir dem einfach ordentlich aufs Maul und gut ist. Aber nein, ich muss durch die Lande ziehen und irgendwelche doofen Steine sammeln. Gut, bringen wir das hinter uns, damit wir wieder zu dem Punkt kommen, wo ich Thanos' Kopf auf einen Speer stecke. Das ist irgendwie genau das, was ich am Ende der letzten Episode gesagt hatte. Wir müssen wahrscheinlich durch die Lande ziehen und irgendwelche doofen Steine sammeln. Um es mal mit Talias Worten zu sagen. So, ich habe alle Achievements bekommen, aber irgendwie, ich glaube, ich habe das Bonus-Achievement nicht. Leseraugen, Spieglein. Es hieß doch, innerhalb von 10 Minuten die Aufgaben erfüllen. Habe ich doch gemacht. War ich zu langsam? Nein, ich war nicht zu langsam. Ich habe auch dieses Achievement, das ist ja nicht, aber diese neue Fähigkeit erlangt. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch immer dabei haben. Denn ich finde die richtig stark, dass die Schnodderlinge immer richtig schnell unterwegs sind. Und 3 zusätzliche Schnodderlinge ist halt auch richtig geil. Ja, das nehme ich. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Beziehungsweise, was heißt gespannt? Wir wissen es ja schon, wir müssen die Steine sammeln. Ich glaube, 4 Stück an der Zahl waren es. Das sind dann wahrscheinlich 4 Missionen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Dungeons 4 in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.